Sie erinnern sich, wir haben gestern mit der Mechanik, also speziell mit der Kinematik eines Massenpunktes begonnen. Und da führt kein Weg dran vorbei, einmal darüber zu sprechen, wie man die Bewegung eines Massenpunktes beschreibt, nämlich mit Hilfe eines zeitabhängigen Ortsvektors, R-Pfeil als Funktion von t. Also das beschreibt praktisch in einer Parameterdarstellung, das beschreibt die Bahnkurve eines Massenpunktes, ganz allgemein. Wir werden heute spezielle Beispiele dafür besprechen und auch experimentell betrachten. Aber das allein soll nicht genügen. Wir wollen auch gern weitere Beschreibungsparameter für diese Bahnbewegung eines Massenpunktes uns definieren. Und das Weitere ist dann, der nächste Parameter, auch ein Vektor, ist die Änderung des Ortsvektors pro Zeiteinheit. Das nennt man die Geschwindigkeit. V-Pfeil ist gleich dr-Pfeil nach dt. Man schreibt manchmal auch, gestern habe ich das noch nicht so geschrieben, r-Pfeil Punkt. Damit man nicht so viel schreiben muss. Effizientere Schreibweise. Aber dafür muss man halt dann auf jedes Punkt aufpassen. Und wenn dann im Papier irgendwo ein Föller ist und da ein Punkt ist, wo keiner hinkehrt, schaut die Gleichung sofort falsch aus. Also das ist die Änderung des Ortsvektors mit der Zeit. Pro Zeiteinheit. Das nennen wir die Geschwindigkeit. Dieser Vektor ist ein Vektor, der tangentiell an die Bahnkurve liegt. Und die Länge dieses Vektors gibt die Speed an, also den Betrag der Geschwindigkeit in Richtung der Bahnkurve. Und dann als letzten wesentlichen Parameter definieren wir uns dann in konsequenter Fortsetzung wieder die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit. Und das nennen wir die Beschleunigung. Das ist also dv nach dt oder wenn man da einsetzt, d2r nach dt Quadrat oder v-Pfeil Punkt oder r-Pfeil 2 Punkt. Zwei Punkte. Und das gibt also an, wie viel ändert sich die Geschwindigkeit im Laufe der Zeit. Diese Beschleunigung, das ist wichtig, gleich dazu festzustellen, ist ein Vektor, der nicht notwendigerweise tangentiell zu der Bewegungsrichtung liegt. Wird er im Allgemeinen gar nicht sein. Und daher wird es zweckmäßig sein, diesen Vektor aufzuspalten in eine tangentielle Komponente und eine Normalkomponente. Wenn also das die Bahnkurve ist und meinetwegen so liegt dieser Beschleunigungsvektor, dann hat der eine tangentielle und eine normale Komponente tangentiell an die Richtung der Bewegung und senkrecht dazu. Also eine Tangentialkomponente und eine Normalkomponente. Und insbesondere auch darin liegt dann eine wichtige anschauliche Bedeutung dieses Beschleunigungsvektors. Die Tangentialkomponente, dem Betrag nachgesehen, gibt einfach an die zeitliche Änderung des Geschwindigkeitsbetrages. Also wie stark sich pro Zeiteinheit der Betrag der Geschwindigkeit ändert. Das ist gleich dem Betrag dieser Tangentialbeschleunigung. Wir werden aber bald eine
eine Bahnkurve kennenlernen, eine Bewegung, wo die Beschleunigung stets senkrecht steht auf die Bewegungsrichtung. Da ergibt sich dann selbstverständlich daraus automatisch, dass eben die Tangentialkomponente der Beschleunigung gleich Null ist, dass sich daher der Betrag der Geschwindigkeit nicht ändert, nur ihre Richtung. Und diese Art der Bewegung, das werden wir uns in Kürze näher anschauen. Also so viel zur Beschleunigung noch. Und was die Einheiten betrifft, dass das an dieser Stelle auch noch einmal zusammengefasst wird, der Ortsvektor natürlich hat die Einheit Meter. Die Geschwindigkeit, wo man ja durch ein Zeitintervall durchdividiert, ist also dann Meter pro Sekunde. Das ist ja allen bewusst, die wissen, dass Geschwindigkeiten in der Praxis eine wichtige Rolle spielen. Also Meter pro Sekunde. Was oft weniger anschaulich ist, ist die Einheit der Beschleunigung. Da wird ja zweimal nach der Zeit abgeleitet. Oder die Geschwindigkeit wird noch einmal nach der Zeit abgeleitet. Daher ist das ein Meter Sekunde hoch minus 2 oder Meter pro Sekunde Quadrat. Und dieses Meter pro Sekunde Quadrat, das sollten Sie sich unmittelbar veranschaulichen und klar machen. Das ist die Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit. Also um wie viel Meter pro Sekunde sich die Geschwindigkeit pro Sekunde ändert. Und daher Meter pro Sekunde Quadrat. Meter pro Änderung in Meter pro Sekunde pro Sekunde. Das ist die Beschleunigung, daher Meter pro Sekunde Quadrat. Obwohl es sich also unmittelbar natürlich aus den Definitionen hier auch ergibt. Wo war da was da? Der ist auch tangentiell und wird im Allgemeinen eine andere Länge haben. Hat ja auch eine andere Dimension. Das wird da im Allgemeinen der Geschwindigkeitsvektor sein. Der ist immer tangentiell an die Bahnkurve. Der Beschleunigungsvektor kann tangentiell an die Bahnkurve sein, muss es aber nicht sein. Das liegt eben daran, wie halt die konkrete Bewegung sich vollzieht, wie sich der Geschwindigkeitsvektor ändert. Die Beschleunigung wird dann tangentiell an die Bahnkurve liegen, wenn der Geschwindigkeitsvektor gerade in irgendeinem gewissen Zeitintervall seine Richtung nicht ändert. Dann wird die Differenz der Geschwindigkeiten wieder parallel zur Geschwindigkeit sein. Wenn sich aber die Richtung der Geschwindigkeit ändert, dann wird natürlich die Geschwindigkeitsdifferenz nicht mehr parallel zur Geschwindigkeit sein. Und daher auch die Beschleunigung nicht, weil das ist ja eben die Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit. In, wie gesagt, Meter pro Sekunde, pro Sekunde. Die Frage war, ob der Geschwindigkeitsvektor nicht notwendigerweise größer sein muss als der Vektor der Beschleunigung. Die sind nicht unmittelbar miteinander vergleichbar. Die einen sind in Meter pro Sekunde und die anderen in Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist dann eine Frage der Auftragung, wie man das da hier dann skaliert. Die zwei Größen sind nicht unmittelbar vergleichbar. Das ist, wie wenn Sie sagen würden, die Temperatur ist mehr als die Geschwindigkeit. Die zwei Dinge können ja so nicht verglichen werden. Und ähnlich ist es auch hier. Verständlich? Ich habe es halt hier so eingezeichnet, damit man es halt schön sehen kann. Aber das ist immer eine Frage der Skalierungen. Ja, na bitte, was man da alles fragen kann dazu, bitte.
Die Frage ist, in welche Richtung jetzt normal auf die Bahnkurve? In die Richtung der Krümmung oder in die andere Richtung der Vektor zeigt? Das ist einfach eine Sache der Definition. Ich bin froh, dass ich das jetzt noch einmal aufgegriffen habe. Das hält uns zwar ein bisschen auf, aber es ist wichtig, dass Sie den Beschleunigungsvektor gut verstehen. Ich werde diese Zeichnung, wo ich mir jetzt nicht viel Mühe gemacht habe, noch einmal größer herauszeichnen. Und dann schauen wir uns das genauer an. Also, so eine Bahnkurve. Und da ist zum Beispiel zu einem gewissen Zeitpunkt die Geschwindigkeit so, das ist V-Pfeil von t. Und zu einem späteren Zeitpunkt liegt die Geschwindigkeit so und außerdem ist der schneller geworden. Kann ja sein, dass der da ums Eck zischt und außerdem aufs Gas steigt. Nicht? Also das soll hier gemeint sein. Das ist also dann hier V-Pfeil von t plus Delta t. Und es geht jetzt darum, dass man V-Pfeil von t plus Delta t minus V-Pfeil von t betrachtet. Da schieben wir den da herüber, damit wir das gut können. Das V noch einmal daher. Das ist noch einmal dieses V-Pfeil von t. Und der Differenzvektor ist der. Das ist jetzt das V-Pfeil von t plus Delta t minus V-Pfeil von t. Das ist dieses Vektorstück. Und die Beschleunigung, sehen Sie da noch vorbei? Ja. Die Beschleunigung definieren wir uns, also abgesehen vom Limes, als dieses Delta V-Pfeil durch Delta T der Zeit, die verstreicht, um von da dieses kleine Wegstück zu überstreichen. Und das heißt also, das Delta V ist das. Das ist, wie gesagt, V von T plus Delta T minus V von T, dividiert durch dieses kleine Delta T, ergibt dann, wenn man durch was Kleines dividiert, einen solchen Beschleunigungsvektor A-Pfeil. Und da sehen Sie schon, Sie haben gar keine Wahl, das ergibt sich automatisch, in welche Richtung der jetzt zeigt. Weil sich das eben so gekrümmt hat und die Geschwindigkeit sich so ändert, muss die Beschleunigung auch in die Richtung zeigen, verstehen Sie? Und wenn man jetzt dann diesen Vektor aufspaltet, den kann man sich jetzt wieder denken, dass er hier angreift zum Beispiel, dann können Sie den jetzt aufspalten in eine Tangentialkomponente und in eine Normalkomponente. Da haben Sie da das A-Pfeil und dann haben Sie hier das A-Pfeil normal und da das A-Pfeil tangentiell. Jetzt ist die Zeichnung hoffnungslos überfrachtet, aber trotzdem hoffe ich, dass das verständlich ist. Herr Kollege, Sie haben, waren Sie das oder wer hat denn das gefragt da? Sie waren das. Ist das für Sie jetzt so verständlich? Ja, da habe ich nicht so genau nachgedacht, was ich da zeichne. Aber das ergibt sich also aus den Gegebenheiten unmittelbar, definitionsgemäß. Wenn die Geschwindigkeit so rüber sich dreht, muss die Beschleunigung in der Richtung gehen. Was meinen Sie mit Punkt T? Ja. Die Frage ist, wo man am besten diesen Beschleunigungsvektor hinzeichnet. Natürlich schon dort, wo er sozusagen angreift. Aber angreifen tun Beschleunigungsvektoren nicht. Das machen erst Kraftvektoren. Und das vertagen wir noch ein wenig. Wir sind jetzt in dem Abschnitt Kinematik und da ist von Begründungen, von Ursachen und von Kräften noch keine Rede. Aber das alles muss man sich ja im Limes alles sehr klein denken. Da wandert das dann sowieso alles zusammen. Aber um das halt anschaulich zu machen, muss ich es in gewisser Größe zeigen und dann ergibt sich das halt so. Also ich hoffe, dass damit also
die Bedeutung der Geschwindigkeit und der Beschleunigung wirklich klargestellt ist. Und dass sie sich auch auf ewige Zeiten diese Dimensionen hier merken werden und verstehen, warum die Beschleunigung so komisch in Meter pro Sekunde Quadrat angegeben ist. Meter pro Sekunde, Änderung pro Sekunde. Okay, so, aber jetzt. Jetzt wollen wir auch schauen, dass wir wieder ein Stück weiter fortschreiten können. Das sind also die allgemeinen Definitionen für die Geschwindigkeit und die Beschleunigung. Und jetzt wollen wir spezielle Bewegungen betrachten. Und zunächst die einfachst mögliche, die unbeschleunigte Bewegung. Und diese unbeschleunigte Bewegung, bei der wird also vorausgesetzt, dass die Beschleunigung gleich Null ist. Also A-Pfeil gleich V-Pfeilpunkt, gleich R-Pfeil-2-Punkt ist gleich Null, also genau genommen dem Null-Vektor. Aber da sind wir also in der Physik manchmal etwas schlampert. Bei der Null, da wird nicht immer der Vektorpfeil drauf gezeichnet, da weiß man schon aus den Gegebenheiten, worum es sich handelt. Diese Gleichung, so wie sie hier steht, ist bereits die Bewegungsgleichung für die unbeschleunigte Bewegung. Letzten Endes eine Differentialgleichung. Und diese Differentialgleichung, jetzt einmal die Gleichung V-Pfeil Punkt gleich Null, die muss integriert werden. Und wenn wir da einen Integrationsschritt vornehmen, also eine Integration durchführen, dann erhält man V-Pfeil ist gleich R-Pfeil nur mehr ein Punkt, nur mehr eine Ableitung nach der Zeit und es kommt heraus eine Integrationskonstante. Und spätestens jetzt wäre ich wirklich schlampert, weil ich dieser Konstanten keinen Pfeil mehr oben drüber mache. Das ist halt ein konstanter Vektor. Ja, komisch, konstant, Pfeil. Wieso ist das so? Derartige Integrationen kann man am besten dadurch sich klar machen, sie verifizieren, indem man umgekehrt wieder zurückdifferenziert. Wenn man also die Gleichung hernimmt und jetzt nach der Zeit differenziert, dann wird aus V-Pfeil V-Pfeil-Punkt, aus R-Pfeil R-Pfeil-2-Punkt und wenn man eine Konstante nach der Zeit differenziert, wird sie Null. Folglich ist das also das Integral dieser Bewegungsgleichung. Naja, das zu lösen erfordert im Allgemeinen Anfangsbedingungen. Das ist natürlich jetzt alles besonders einfach. Aber Sie sehen schon an der Stelle, so geht das im Allgemeinen, auch dann bei komplizierteren Differentialgleichungen. Differentialgleichungen sind überhaupt das Um und Auf für die Physik. Also das sollten Sie sich unbedingt geben in der Mathematik, die Differentialgleichungen. Ein Riesengebiet, also schnuppern Sie halt so viel rein, wo Sie glauben, dass Sie davon dann was profitieren können. Ein sehr großes und sehr wichtiges Gebiet. Na, Anfangsbedingungen. Das bedeutet einfach, wir legen fest, wie fängt die Geschichte an? Zu einem Zeitpunkt t gleich 0. Also so sagen wir also zum Beispiel, dass v, die Geschwindigkeit, zum Zeitpunkt t gleich 0 sei eine bestimmte Geschwindigkeit v 0 Pfeil. Na gut, kann man ja. Zu einem bestimmten Zeitpunkt 0 gebe ich dem also eine gewisse Geschwindigkeit, ich werfe einen Ball weg zum Beispiel, dann
Das wird dann zwar in dem Fall keine unbeschleunigte Bewegung sein, aber am Anfang legt man eine Anfangsgeschwindigkeit fest. Na, dann schauen wir gleich nach, was bringt uns diese Anfangsbedingung. Na, wenn v bei t gleich 0 gleich v 0 ist, was bedeutet denn das dann? Dann haben wir die Situation, dass das V-Pfeil gleich R-Pfeilpunkt gleich Konstanz eben gleich V0 sein wird. V-Pfeil ist ja eine Konstante. Also es ergibt sich damit die Konstante da oben ist gleich V0-Pfeil. V-Pfeil ist sowieso konstant. Am Anfang soll sie V0 sein, so bleibt sie auch V0. Daher ist die Konstante V0 und wir können das einsetzen. Und wir erhalten damit letzten Endes, dass das V-Pfeil, V-Pfeil gleich R-Pfeil-Punkt gleich V0-Pfeil ist, einfach eine Konstante. Und da können wir jetzt wieder integrieren. Wir machen noch einmal eine Integration. Na, wenn wir hier integrieren, dann kommen wir drauf, dass das R-Pfeil, wenn wir das integriert, haben wir R-Pfeil gleich ist V0-Pfeil mal T plus wieder eine Integrationskonstante. Ob es wahr ist, brauchen wir uns nur so anschauen, indem wir jetzt wieder differenzieren nach der Zeit. R-Pfeilpunkt ist gleich V0 mal T, nach der Zeit differenziert bleibt V0 und wo Konstante nach der Zeit differenziert ist 0. Steht genau das wieder da. Also ist das eine Lösung dieser Differentialgleichung. Wieder brauchen wir eine Integrationskonstante hier. Das ist jetzt eine andere. Ich schreibe zwar wieder Konstanz, und wenn man das mathematisch präziser aufschreiben würde, müsste man da zum Beispiel Konstanz Strich und da unten Konstanz 2 Strich schreiben. Das spart man sich in der Physik meistens und geht davon aus, man weiß es sowieso. Also, wir haben hier wieder nach der Integration eine Anfangsbedingung festzulegen. Und diese Anfangsbedingung wird jetzt so lauten, dass wir festlegen, wo das Ding am Anfang sich befindet. Also, R-Pfeil. Zur Zeit t gleich 0 legen wir fest als ein R0-Pfeil. Dort, wo der Körper dieses Teilchen halt ist, zum Zeitpunkt t gleich 0, wo er dann die Geschwindigkeit auch V0-Pfeil hat. Na, wenn man das macht, was erhalten wir denn da? R-Pfeil bei t gleich 0, dann haben wir V0-Pfeil mal 0. Plus die Konstante. Das heißt, das R0-Pfeil ist die Konstante. Also erhalten wir dann hier damit wieder die Konstante, die da jetzt drinnen vorkommt, ist gleich R0-Pfeil. Ja, und damit brauchen wir jetzt nur einsetzen in das, was wir da vorhin hatten nach der Integration. Da kriegen wir dann das R-Pfeil ist gleich, die Konstante ist R0-Pfeil plus V0 mal T. Und haben damit die Bahnkurve konkret festgelegt. Wir wissen, wie sich die Geschwindigkeit mit der Zeit ändert, nämlich nicht, die bleibt konstant. Und wir wissen, wie sich der Ortsvektor mit der Zeit ändert. In dieser einfachen Weise. Das stellt eine geradlinige, gleichförmige Bewegung dar, was Sie sich sofort überlegen können, wenn Sie da einen Ursprung festlegen. Zur Zeit t gleich 0 ist der Term 0, es bleibt r gleich r0. Das heißt, da haben wir dann hier das r0-Pfeil. Und wenn die Zeit fortschreitet, heißt es plus V0 mal T.
Das heißt, er zeigt zum Beispiel in der Richtung der Geschwindigkeitsvektor V0-Pfeil und V0 mal t ist dann irgendein solcher Vektor, sodass sich dann zu einem späteren Zeitpunkt hier ein Ortsvektor R-Pfeil von t ergibt. Und Sie kriegen für positive und negative Zeiten eine geradlinige, gleichförmige Bewegung. Also da haben Sie dann, das ist das V0 mal t und Sie haben R0 plus V0 mal t ist das R-Pfeil als Funktion von t. Gleichförmig, geradlinige Bewegung. Na, das ist natürlich besonders einfach. Und dazu wollen wir gar kein Experiment vorführen, weil das so einfach ist, dass das gar nichts Besonderes bringt. Wesentlich interessanter ist die gleichförmig beschleunigte Bewegung. Ein weiterer Spezialfall. Die gleichförmig beschleunigte Bewegung anstatt der unbeschleunigten Bewegung ist jetzt eine solche, wo wir davon ausgehen, dass die Beschleunigung A-Pfeil gleich V-Pfeil Punkt gleich R-Pfeil 2-Punkt nicht gleich 0 ist, so wie hier, sondern gleich einer bestimmten konstanten Beschleunigung A0-Pfeil. Und das ist also konstant vorgegeben. Das ist unsere Bewegungsgleichung. Jetzt. Und natürlich ist jetzt der Vorgang völlig analog wie das, was wir bereits hatten. Wir integrieren. Integration liefert dann, dass wir also aus dem V-Pfeilpunkt ein V-Pfeil erhalten, gleich R-Pfeilpunkt, gleich A0 mal T plus seine Integrationskonstante. Naja, V-Punkt, das Zurückdifferenzieren ist R-Pfeil-2-Punkt, ist gleich das nach der Zeit differenziert ist A0, die Konstante da nach der Zeit differenziert ist 0. Also daraus ergibt sich das so, es stimmt also. Steht wieder so eine lästige, aber wichtige Integrationskonstante drinnen, das heißt, da brauchen wir wieder eine Anfangsbedingung, um das festzulegen. Und die Anfangsbedingung wollen wir jetzt so festlegen, dass halt wiederum die V, die Geschwindigkeit V, zur Zeit t gleich 0 gleich ein V0-Pfeil sein soll. So ähnlich wie wir das hier geschrieben haben. Und das legt dann wieder die Geschwindigkeit, die Konstante da drinnen fest. Denn man erhält dann dadurch, wenn man das einsetzt, damit erhält man also Folgendes. Sie sehen, dass damit also, wenn man das integriert, wenn man das einsetzt, für t gleich 0 wird der Term gleich 0 und es bleibt stehen V-Pfeil, das ist bei t gleich 0 ja V0-Pfeil, ist gleich die Konstante. Also die Konstante wird gleich V0-Pfeil und daraus ergibt sich also, dass wir erhalten, V-Pfeil ist gleich, schreiben wir wieder, R-Pfeil-Punkt ist gleich und die Konstante ist also V0 plus A0 mal T. Da sehen Sie also hier jetzt, während hier die Geschwindigkeit ja einfach konstant blieb, ändert sich die Geschwindigkeit linear mit der Zeit. Das können Sie sich schon gut klar machen. Bei gleichförmig beschleunigter Bewegung mit konstanter Beschleunigung wird die Geschwindigkeit als Zeitfunktion sich linear mit der Zeit ändern.
Dazu kommt halt eine Anfangsgeschwindigkeit, die aber auch Null sein kann, wenn es halt mit Null beginnt. Das ist also die Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit für den Fall der gleichförmig beschleunigt. Und da machen wir jetzt wieder eine Integration. Und daraus, das ist ganz analog wie hier, ich schaue immer noch, dass das da möglichst analog verläuft, dass Sie sehen, es ist im Wesentlichen dasselbe, nur es kommen halt ein bisschen andere Beziehungen heraus, weil wir halt schon von einer anderen Bewegungsgleichung ausgegangen sind. Na, wenn wir da integrieren, kriegen wir ein R-Pfeil gleich und dann kriegen wir auf der anderen Seite ein V0-Pfeil mal T plus, und jetzt wird es ein bisschen interessanter, T hoch 1 integriert ist T hoch 2 halbe. Also alte Geschichte, nicht die Potenzfunktion. Also haben wir dann A0 mal T Quadrat halbe und natürlich auch wieder nicht zu vergessen, eine Integrationskonstante. Und wieder zurück, wenn wir differenzieren, kriegen wir also R-Pfeilpunkt, ist gleich, da das fällt das T weg, ist V0. Wenn wir da differenzieren, haben wir 2T halbe ist T, A0 mal T, wenn wir die Konstante differenzieren, ist 0. Passt also alles. Also dieser Ausdruck ist tatsächlich der richtige. Und jetzt machen wir es also wieder so, dass wir da hier wieder Anfangsbedingungen festlegen. Wir müssen ja wieder die Konstante ermitteln. Und das ist dann wieder eine Anfangsbedingung für den Ortsvektor zur Zeit t gleich 0. Also wir kriegen jetzt mit einer Anfangsbedingung heraus, entsprechend lautet unsere Anfangsbedingung wieder, dass das R-Pfeil zur Zeit t gleich 0, das ist eben unser Anfang, gleich R0-Pfeil ist. Und mit dieser Anfangsbedingung erhalten wir dann einen Ausdruck für die Konstante. Schauen wir noch. Wenn R-Pfeil zur Zeit t gleich 0, R0-Pfeil ist zur Zeit t gleich 0, fällt V0 mal t weg. Es fällt A0 mal t Quadrat halbe weg, es bleibt nur die Konstante. Das heißt, das R0-Pfeil ist die Konstante. Oder also die Konstante, die da oben steht, ist gleich R0-Pfeil. Und wenn man das einsetzt in die Beziehung hier, jetzt haben wir ja die Konstante, erhalten wir als letztlich das Ergebnis, dass das R-Pfeil als Funktion von t gleich ist. Schauen wir noch. Einmal die Konstante, das ist das R0-Pfeil. Plus, dann kommt V0 mal t und A0t Quadrat halbe. Plus V0 mal t plus A0 mal t Quadrat halbe. Hier haben wir damit also jetzt den Ausdruck für den Ortsvektor als Zeitfunktion. Und ganz wichtig ist jetzt, dass wir diesen Ortsvektor jetzt für eine Situation, die uns unmittelbar experimentell zur Verfügung steht, auch richtig aufschreiben können. Nämlich für den freien Fall. Wir schauen uns an, wie sieht das aus für die Situation des freien Falles. Da werden wir diese Beziehungen auswerten. Und dann nehmen wir ein paar Sachen ganz einfach an. Nämlich, wir gehen davon aus, der Ortsvektor R0-Pfeil sei einfach der Nullvektor. Dort, wo das beginnt zu fallen, dort legen wir unseren Ursprung hin. V0-Pfeil sei auch gleich der Nullvektor. Am Anfang soll es mit Geschwindigkeit 0 beginnen, dann lässt man aus, dann sieht man, was passiert. Und das A0-Pfeil,
dann nehmen wir an, dass es einfach eine konstant nach unten gerichtete Beschleunigung. In vielen Fällen, fast immer, wenn es sowas mit oben und unten gibt, mit Erdoberfläche und mit Fall und so weiter, wählt man die Koordinaten so, dass da steht x, y, z. Die Z-Achse lässt man nach oben schauen. Warum das so ist, man könnte es auch anders machen. Es hat sich so eingebürgert, Sie werden sich auch daran gewöhnen, es ist ganz praktisch. Man braucht dann nicht so viel umdenken. Also, oder x1, x2, x3. Also die x3 oder die Z-Achse soll nach oben schauen. Das werden wir hier auch so handhaben. Dann wird dieser Vektor A0-Pfeil die Komponenten 0, 0 und eine Konstante sein, die wir mit minus g heute bezeichnen. G ist eine positive Zahl, da ist minus g negativ und das heißt, der Vektor zeigt in die Richtung der negativen x3 oder z-Achse, also nach unten. Und nach x und y hat er keine Komponenten. Und wenn man das hat, dann kann man sich sofort Geschwindigkeit und Ortsvektor für die gleichförmig beschleunigte Bewegung ausrechnen. Die Geschwindigkeit ist ja, wenn man sich das da oben anschaut, das V0-Pfeil einmal als 0 vorausgesetzt, einfach A0 mal T. Und das können wir ja gleich einsetzen. A0 mal T. Das ist also nichts anderes als 0, 0 und minus g mal t. Das ist die Geschwindigkeit. Und die der Ortsvektor, das was ja dann besonders deutlich sichtbar ist, wo halt der fallende Körper jeweils vorhanden ist, dann nehmen wir gleich, da haben wir schon da, diese Beziehung her, R0 ist 0, V0 ist 0, es bleibt nur das stehen. Das ist also dann A0 mal T Quadrat halbe. Und das ist also gleich T Quadrat halbe mal A0. Das ist also 0, 0 und minus G mal T Quadrat halbe. Und mit diesem Ausdruck hat man praktisch das Fallgesetz. Nur unter der Voraussetzung, dass beim freien Fall eines Körpers es tatsächlich eine gleichförmig beschleunigte Bewegung vorliegt. Das wissen wir ja zunächst gar nicht. Und das können wir uns experimentell anschauen. Da wandeln wir auf den Spuren von Galilei. Der hat nämlich sowas Ähnliches seinerzeit auch ausprobiert, weil ihn das interessiert hat. Ob Körper, die frei fallen, sich mit gleichförmig beschleunigter Bewegung bewegen. Also das ist in drei Dimensionen aufgeschrieben, das Fallgesetz. Und was sagt es? Na, x und y sind und bleiben 0. Wenn am Anfang die Geschwindigkeit 0 ist, dann wird das also senkrecht in der Richtung bleiben. Und der Ortsvektor wird immer eine negative Z-Komponente haben. Na gut, es steigt nicht rauf, es fällt runter. Die Z-Komponente, also die Z-Achse geht rauf, wenn das Minus ist, geht es so runter. Das G ist eine Konstante. Das heißt, wenn das so ist, dass die Fallbewegung eine gleichförmig beschleunigte Bewegung ist, dann muss der Fallweg, also im Wesentlichen die Z-Komponente, proportional zu t Quadrat sein. Wenn es hingegen eine gleichförmige Bewegung wäre, dann würde der Weg natürlich proportional zu t sein, so wie wir es ja da oben gezeichnet haben. Um das entscheiden zu können, haben meine Kollegen die Fallschnüre für sie vorbereitet und leider habe ich jetzt einen der beiden Kollegen lang warten lassen müssen da oben. Herr Dangl, sind Sie noch da? Es tut mir sehr leid, das hat sich aufgrund verschiedener Umstände etwas verzögert. Da sind also jetzt zwei Fallschnüre aufgehängt. Die eine ist so gebaut,
dass regelmäßig in Meterabständen da so ein Fallgewicht aufgehängt ist. Und wenn man dann da oben, und der Herr Kollege Dangl macht es, indem er einen dünnen Faden durchbrennt da oben, das dann fallen lässt, dann werden diese Fallgewichte der Reihe nach herunterfallen. Wenn die Bewegung eine gleichförmige Bewegung wäre, müssten die in regelmäßigen Abständen da unten auf dieses Blech auffallen, auf diese Aluminiumplatte, und das merkt man ja, ob das so tak, 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 so gleichmäßig herunterkommt. Und das werden wir uns jetzt einmal zunächst anschauen. Herr Dangl, wenn ich Sie bitten dürfte, die von mir aus gesehen rechte Schnur einmal abzubrennen. Achtung! Also ich glaube, Sie haben gesehen, es ist nicht gleichmäßig gewesen. Es hat also ist immer schneller geworden. Also mit der gleichförmigen Bewegung ist es nichts. Die nächste Möglichkeit, die uns da hier also zur Verfügung steht, jetzt werde ich auf Zeitnahme, dass das sich nicht gegenseitig stört, ist also jetzt, schauen wir an, ob vielleicht dieses Fallgesetz dort Gültigkeit hat. Das würde ja bedeuten, dass also der Weg, das ist ja im Wesentlichen der Absolutbetrag der Z-Komponente da hier, dass der Weg proportional zu t Quadrat ist. Und da sind jetzt die Fallgewichte so angeordnet, dass das eine Einheit ist, dann von hier bis herauf 4 Einheiten, wieder von unten bis herauf 9 Einheiten, von unten bis ganz hinauf 16 Einheiten. 1, 4, 9, 16, das sind Quadratzahlen. Und wenn also wirklich das Fallgesetz so stimmt, wie es dort ist, dass also der Fallweg proportional zu t Quadrat ist, dann müsste jetzt es so sein, dass in gleichen Zeiten der Reihe nach diese Fallgewichte unten eintreffen. Ist das jedem von Ihnen verständlich? Bitte. Also Sie wollen da drauf schauen. Könnte man das machen? Aber ich meine, es ist in erster Linie ein akustisches Experiment. Wichtig ist, dass man also etwas hört dabei. Aber wenn man da das noch zusätzlich sehen kann, sollte es also auch noch für Sie eine zusätzliche Information sein. Also das mit dem 1, 4, 9, 16, das haben alle verstanden. Und dass man jetzt, falls das eine gleichförmig beschleunigte Fallbewegung ist, die jetzt in gleichen Zeitabschnitten kommen müssten. Also dann probieren wir das, Herr Dangl, bitte. Haben Sie gesehen? Ganz gleichmäßig. Also ich danke. Nix. Danke vielmals, Herr Dangl. Boshaft. Einmal muss genügen. In jedem Fall in dem Fall hier. Also das ist das. Naja, man muss das dann vielmals wiederholen, aber das ist ja auch kein quantitatives Experiment, sondern ein Demonstrationsexperiment. Na gut. Also das ist das Experiment mit den Fallschnüren, das auch aus historischen Gründen wichtig ist und Ihnen also zeigt, dass mit der Beschleunigung, das hat schon was auf sich, und alles deutet darauf hin, dass die Fallbewegung im Gravitationsfeld nahe der Erdoberfläche eine gleichförmig beschleunigte Bewegung ist. Hier ist es mit diesen Anfangsbedingungen so, dass der Geschwindigkeitsvektor immer in einer Richtung zeigt. Daher wird auch der Beschleunigungsvektor in die Richtung zeigen. Es ist eben dieser Beschleunigungsvektor auch senkrecht nach unten gerichtet. Da ist die Sache also verhältnismäßig einfach. Jetzt wollen wir aber gleich weitergehen und uns anschauen, was passiert in einem etwas komplizierteren Fall. Und zwar in dem Fall, wenn wir die Anfangsbedingungen etwas ändern. Wir bleiben nach wie vor
bei der gleichförmig beschleunigten Bewegung. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass also offensichtlich auf der Erdoberfläche so Fallbewegungen einer gleichförmig beschleunigten Bewegung entsprechen. Was dafür dann die Ursache ist, dass damit verbunden dann eine konstante Kraft vorhanden sein muss, das schieben wir noch auf. Jetzt wollen wir noch weiter anschauen, was wir sonst für kinematische Untersuchungen durchführen können. Und da betrachten wir als nächstes nicht also den freien Fall, sondern den schrägen Wurf. Also sowas, was man so mit der Kreide machen kann, das tue ich ungern, weil die wird dann in tausend Teile zerfallen, wenn es da irgendwo dann auftrifft. Also, Sie wissen alle, wie ein schräger Wurf funktioniert. Also, was ist hier dann? Den Anfangsort, den bezeichnen wir wieder als Ursprung. Ich stehe im Ursprung und werfe hier weg. Warum soll ich den Ursprung woanders hinlegen? Ja, gescheiter, das Koordinatensystem möglichst geschickt an die Situation, die man betrachtet, anzupassen. Aber die Geschwindigkeit dieses V0, was besser lässt, V0-Pfeil, das ist jetzt nicht mehr der Nullvektor, sondern wir wollen jetzt davon ausgehen, das hat eine X- und eine Z-Komponente. V0x, 0 und V0z. Ist was? Nein, es passt nicht. Passt schon, wir denken jetzt. Warum kann ich das V0y gleich 0 setzen? Kommt einem so vor, als ist das irgendeine spezielle Wahl und nicht allgemein genug. Aber wir machen es einfach so, dass wir unser Koordinatensystem so legen, dass die X-Achse in Richtung meines Wurfs zeigt. Dann ist in der Y-Achse keine Geschwindigkeit und in der Z-Achse haben wir dann die Z-Komponente. Also durch geschickte Wahl der Koordinaten kann man natürlich möglichst viele von den Komponenten zu Null machen. Rechnet sich's leichter. Und es wird damit um nichts spezieller. Es ist nach wie vor der allgemeinste Fall, nur unter möglichst günstigen Koordinatensystemen halt betrachtet. Naja, und das A0-Pfeil, da werden wir nicht viel ändern, können wir auch nicht. Das wird also nach wie vor unsere konstante Beschleunigung sein, 0, 0 und minus g. Und wieder werden wir es also jetzt so machen, dass wir uns das V-Pfeil und das R-Pfeil ausrechnen. Das V-Pfeil, das steht dort für die gleichförmig beschleunigte Bewegung, das R-Pfeil steht da für eben diese gleichförmig beschleunigte Bewegung, ganz allgemein. Na, R0-Pfeil ist 0. Also den, das haben wir da nicht. Nein, fangen wir mal mit V-Pfeil an. Das V-Pfeil ist gleich V0-Pfeil. V0-Pfeil. Und dann haben wir also Plus. Und da steht also A0 mal T. Und das setzen wir einfach ein. V0-Pfeil plus A0-Pfeil mal T. Also V0-Pfeil plus A0-Pfeil mal T. V0-Pfeil hat eine X-Komponente V0x. A0 mal T ist 0, kommt nichts mehr. Die Y-Komponente. V0 hat keine Y-Komponente, ist also 0. Und A0 hat auch keine Y-Komponente, das ist überhaupt 0. Und die dritte, die Z-Komponente, da haben wir V0, das ist also V0z. Und dann haben wir plus A0 mal T minus A0 mal T minus A0 minus G mal T. Das ist also das ist die Geschwindigkeit. Da haben wir V0x, 0, V0z und da haben wir noch hier dieses minus g mal t von dem A0 mal t. Das ist die Geschwindigkeit und die Beschleunigung A-Pfeil
ist also jetzt gleich, der Ortsvektor R-Pfeil ist gleich R0-Pfeil, schreiben wir das einmal auf, oder das schreiben wir nicht hin, weil R0-Pfeil ist schon 0, plus V0 mal T. Also haben wir V0-Pfeil mal T und dann plus A0-Pfeil mal T Quadrat halbe. Und das schreiben wir wieder vektoriell auf. Also V0 mal T, das ist V0x mal T. Dann, das ist 0. Und das letzte ist V0z mal T. Und jetzt kommt plus A0t Quadrat halbe. Das ist 0, das ist 0, nur beim dritten gibt das was aus. Also A0 mal T Quadrat halbe ist minus G mal T Quadrat halbe. Und damit haben wir also für diesen Fall jetzt auch die Bahnkurve des schrägen Wurfes dargestellt. Und man kann also erkennen, wie diese Bahnkurve ausschaut, etwas genauer. Hier hat man es nur in der Parameterdarstellung, wenn man das T jetzt hier eliminiert. Denn wir haben ja das R-Pfeil, das Vektor, das sind die Komponenten x, y und z. Und so haben Sie hier das x ist gleich v0x mal t. Und daraus ergibt sich durch die Elimination von t gleich, da haben Sie es ja, x durch v0x. Daraus folgt, wenn man das also da unten dann einsetzt, dass man erhält das z, das ist die dritte Komponente des Ortsvektors, ist v0z mal t, v0z mal t und das ist x durch v0x. Und dann haben wir minus g mal t Quadrat halbe, also haben wir minus g. Und dann das t Quadrat halbe ist x Quadrat durch v0x Quadrat mal 2. Also g durch 2v0x Quadrat mal dem x Quadrat. Und Sie sehen daraus, man erhält hier eine quadratische Gleichung in der xz-Ebene. Wir haben es ja so gelegt, dass wir in Richtung der x-Achse wegschießen und in der z-Koordinate liegt da die Beschleunigung und der eine Komponente der Geschwindigkeit. Das kann man natürlich jetzt auch noch umformen. Aber man sieht schon aus dieser quadratischen Zusammenhang zwischen z und x Quadrat, es wird sich um eine Parabel handeln. Die sogenannte Wurfparabel. Und die können wir uns noch etwas genauer anschauen. Indem wir sie tatsächlich in einem entsprechenden Koordinatensystem darstellen, und zwar ein Koordinatensystem mit x und z. Darstellung in der xz-Ebene. Es zeigt sich ja, das habe ich vielleicht nicht genügend genau betont, bei unseren Überlegungen, die y-Komponente des Ortsvektors ist und bleibt 0. Das heißt, wie ja jeder sich auch schön anschaulich vorstellen kann, wenn ich in Richtung in der xz-Ebene wegschieße, meinen Körper,
dann wird der nicht auf einmal irgendwie eine Y-Komponente dazu kriegen. Der bleibt in der XZ-Ebene. Deswegen genügt die Darstellung in der XZ-Ebene. Und da ist es natürlich jetzt vor allem wichtig, wenn man das darstellt, dass man davon ausgeht, man hat einen gewissen Winkel, unter dem weggeschossen wird. Einen Wurfwinkel sozusagen, den nenne ich Phi. Unter dem Winkel wird abgeschossen. In der Richtung liegt der Geschwindigkeitsvektor V0 Pfeil. Das ist V0 Pfeil. Das ist ein V0x und V0z. Also hier haben wir ein V0x und da haben wir ein V0z. Die beiden Komponenten des Vektors V0 Pfeil der Abwurfrichtung. Ja, und da kann man sich das natürlich sofort leicht überlegen, wie man die darstellt. V0 sei der Betrag von V0 Pfeil, also die Länge dieses Vektors, die Speed, das haben wir nicht auf Deutsch, also der Geschwindigkeitsbetrag, hat halt mehr Silben als zu sagen Speed, zeigt wieder, wie effizient die englische Sprache ist. Also dieses V0 ist der Geschwindigkeitsbetrag und daraus ergibt sich also, dass das V0x natürlich gleich ist V0 mal Cosinus Phi. Und das V0z, das ist diese Komponente, ist daher V0 mal Sinus Phi, Gegenkathete. So lässt sich also V0x und V0z einfach darstellen. Naja, und was kriegen wir da hier? Wenn wir das ausrechnen, dann brauchen wir ja nur in diese Gleichung für die Wurfparabel einsetzen. Merken Sie sich, das war ganz einfach. Wir haben hier faktisch eine Parameterdarstellung des Ortsvektors als Funktion der Zeit. Wenn wir daraus eine Gleichungsdarstellung machen wollen, eliminieren wir einfach die Zeit aus den Gleichungen x ist gleich v0x mal t, z ist gleich v0z mal t minus gt Quadrat halbe. Aus diesem x gleich v0x mal t kriegen wir heraus, t ist x durch v0x und das brauchen wir da unten nur einsetzen und hier steht es. Diese Wurfparabel verwenden wir jetzt und setzen für v0z und v0x das ein, was ich hier oben aufgeschrieben habe, indem wir diese zwei Komponenten heute jetzt in Bezug setzen zu diesem Abwurfwinkel und kriegen damit also heraus, dass z, so wie es hier steht, ist also x mal v0z durch v0x und v0z durch v0x. Das v0 kürzt sich weg, ist einfach Sinus durch Cosinus, das ist der Tangens von Phi. So steht da x mal Tangens dieses Abwurfwinkels Phi, das war der Term, und jetzt kommt Minus. Und da steht also jetzt dieser etwas kompliziertere Ausdruck, x Quadrat, das schreiben wir einmal zuerst hin. Und dann bleibt da noch stehen, g durch 2 v0x Quadrat. Naja, das ist schnell geschrieben, einfach g durch 2 mal v0x Quadrat. Das ist v0 Quadrat mal Cosinus Quadrat Phi. So einfach ist es. Das kommt da letzten Endes heraus. Hier sehen Sie dann eine derartige Wurfparabel in sehr praktischer Darstellung unter Berücksichtigung des ursprünglichen Geschwindigkeitsbetrages, mit dem man abwirft und mit Berücksichtigung dieses Winkels. Und das ist jetzt etwas, wann in einem
Zeit überbleibt, was Sie sich durchrechnen könnten. Wie wird das also jetzt ausschauen? Wo wird da jetzt das Maximum liegen? Also wenn Sie sich anschauen, wie wird denn das wohl sein? Dieser Wurf wird etwa so verlaufen. Da gibt es also eine maximale Höhe, da beim Maximum, die nennen wir H, und dann gibt es natürlich auch eine Wurfweite W. Na, was kann man da tun? Ganz einfach, man macht eine Kurvendiskussion, schaut sich an, wo das Maximum liegt. Man setzt also dz nach dx gleich 0. Das ist mir jetzt zu fad. Beziehungsweise, das tut Ihnen gut, wenn Sie das selber probieren. Also, wenn man dz nach dx gleich 0 setzt, also um noch dieses Maximum zu suchen, dann kriegt man heraus, einerseits, dass die Wurfweite bestimmt ist als, das müssen Sie nicht auswendig wissen, v0 Quadrat durch g mal Sinus 2 Phi. v0 Quadrat durch g mal Sinus 2 Phi. Und die Wurfhöhe, die kommt heraus als v0 Quadrat durch 2g mal Sinus Quadrat Phi. v0 Quadrat durch 2g mal Sinus Quadrat Phi. Das sind also die wesentlichen Terme, die sich hier ergeben. Und vor allem die Wurfweite ist wichtig. Wir wollen ja wissen, wie weit kann ich werfen. Es gibt ja eine sportliche Disziplin, das Kugelstoßen und so, das hat ja, glaube ich, damit was zu tun. Also da sehen Sie, wenn ich schon nur eine gewisse höchste Wurfgeschwindigkeit zusammenbringe, in welcher Richtung muss ich dann am besten abschießen, nachdem da dieses V0 Quadrat steht, und das ist meine persönliche Konstante, ich kann nur eine gewisse Geschwindigkeit V0 zustande bringen, G kann ich sowieso nicht beeinflussen, kann ich den Winkel Phi ändern. Also was muss ich machen, dass der Sinus maximal wird? Maximal wird er für 90 Grad, 2 Phi ist 90, also unter 45 Grad abzuschießen ist besonders günstig. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist hier nicht berücksichtigt, dass es auch Luftreibung gibt. Also wenn man das dann in höherer Präzision durchrechnen möchte, wird es halt wiederum ein Eckerl komplizierter. Aber das wollen wir ja an dieser Stelle jetzt nicht machen. Jetzt, ist da was? Ja? Das da. Das nehme ich von hier. Da steht x mal v0z durch v0x. Und v0z durch v0x, da kürzt sich das v0 raus, das ist Sinus durch Cosinus und das ist Tangens. Und der zweite Term geht genauso. Da setzt man da halt, das g, x mal g bleibt sowieso stehen, x² mal g, und da steht 2v0x² und das sind 2v0² Cosinus Quadrat Phi, das ist einfach nur eingesetzt. Ja? Okay. Also, damit haben wir hier den Wurfvorgang in der Nähe der Erdoberfläche genauer behandelt. Jetzt haben wir für Sie in dem Zusammenhang noch zwei Experimente vorbereitet, die wir jetzt am Schluss zur Illustration von dem Ganzen noch zeigen wollen. Aber da will noch wer was. Bitteschön. Die Frage ist, wieso man mit der ersten Ableitung die Wurfweite ausrechnen kann. Naja, man kann einmal die Wurfhöhe ausrechnen. Und wenn man die Wurfhöhe hat, dann kann man sich überlegen, dass die doppelte Distanz hier eine Nullstelle sein wird. Aber Sie brauchen auch nur hier z gleich 0 zu setzen und nachzuschauen, für welches, entschuldigen Sie, dass ich das nicht näher durchgeführt habe. Das wissen Sie ja alle schon. Und das ist also etwas, wo Sie gern Ihre eigene Kreativität einsetzen können, um das also durchzurechnen. Das sind Gott sei Dank verhältnismäßig einfache Zusammenhänge.
trotzdem immer gut, wenn man etwas ausspricht, damit keine unausgekehrten Ecken überbleiben. Ist noch irgendwas, was Sie wissen wollen? Na gut, dann wollen wir uns also jetzt den zwei Experimenten zuwenden. Das eine ist, wir werden einen Versuch machen, wo ich Sie vorher fragen werde, was glauben Sie? Wie wird das Ergebnis sein? Nämlich, da gibt es eine Vorrichtung, wo man zwei Kugeln betrachtet. Eine Kugel, die waagrecht weggeschossen wird, und praktisch gleichzeitig fällt dann eine zweite Kugel senkrecht hinunter. Das ist so eingerichtet, dass während also da diese Kugeln abgeschossen werden, kann eine Kugel dann einfach gerade runterfallen, die andere wird weggeschossen. Und Sie hören dann beim Aufschlag da am Boden, welche früher unten ist. Die, die senkrecht hinunterfällt, freier Fall, die hat einen kürzeren Weg zurückzulegen. Die waagrecht weggeschossen wird, hat einen deutlich längeren Weg zurückzulegen. Bitte. Also, was meinen Sie? Da gibt es die Meinung, die beiden Kugeln werden gleichzeitig auftreffen. Auch? Niemand dagegen? Keiner, der glaubt, dass die so geworfene länger braucht? Na, Sie sind gescheit. Also wollen wir uns das anschauen. Ich werde da in die Position des Tormanns mich begeben, dass ich die eine Kugel auffange. Also. Na bitte. Hat's gepasst? Also, Sie sind wirklich gleichzeitig. Dankeschön. Und das bedeutet also, dass eben der Fall nach unten und die Bewegung waagrecht weg voneinander unabhängig sind. Und letztlich können Sie sich auch anschauen, die Z-Komponente, also die Z-Koordinate hier, in der steckt zwar das V0z drinnen, aber das V0x kommt überhaupt nicht vor. Das ist die unmittelbare Begründung, wenn Sie gefragt werden, warum ist das also jetzt so? Weil eben in der Z-Koordinate das V0x nicht drinnen vorkommt. Es kommt nur in der X-Koordinate vor, aber nicht in der Z-Koordinate. Und das Auftreffen unten, das hat was mit der Z-Koordinate zu tun. Nachdem hier das V0x, also ob das jetzt eine Geschwindigkeit in X-Richtung hat oder nicht, gar nicht vorkommt, wird daher auch die Zeitabhängigkeit dieser Z-Koordinate in beiden Fällen die gleiche sein. Und da treffen sie auch gleichzeitig auf. Verständlich? Das ist hier der wesentliche Punkt. Und dann haben wir noch ein letztes Experiment, wo wir diese parabolische Wurfparabel sehr schön sichtbar machen können. Nicht dadurch, dass ich eine Kreide werfe, sondern ich bitte Sie also diesen Wasserwagen da so in Gang zu setzen, dass wir eine Wurfparabel mit lauter Wasserteilchen beobachten können. Wir schießen also sozusagen waagrecht ab und können dann entsprechend hier eine Wurfparabel betrachten, wobei man das Fallgesetz sehr schön verfolgen kann, weil diese roten Punkte hier wieder mit quadratisch größer werdenden Abständen verlaufen und während also in der waagrechten Richtung das Wasser praktisch sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, x ist v0x mal t, ist in der senkrechten Richtung das quadratische Fallgesetz. Und ich kann natürlich dieses v0x jetzt ändern, indem ich da hier den Winkel ändere. Und das bedeutet aber nicht, dass deswegen die Kurve wesentlich von diesen roten Punkten abweicht. Da haben Sie nach wie vor das Fallgesetz, nur die Anfangsgeschwindigkeit hat sich geändert. Und auf die Art und Weise kann man mit diesem einfachen Experiment das Fallgesetz
sehr schön illustrieren. Also, ja. Ja, das ist ja schon eine Änderung. Die Frage war, wieso hat sich die Anfangsgeschwindigkeit geändert? Gut, dass Sie das fragen. Wir verstehen unter Geschwindigkeit immer den Geschwindigkeitsvektor. Und auch wenn sich der Betrag des Geschwindigkeitsvektors nicht ändert, ändert sich die Geschwindigkeit, wenn sich die Richtung der Geschwindigkeit geändert hat. Weil unter Geschwindigkeit verstehen wir immer den Geschwindigkeitsvektor. Schon deshalb, damit der Begriff der Beschleunigung auch konsistent ist. Denn sonst gäbe es ja, wenn man den Geschwindigkeitsbetrag gleich lässt und die Richtung ändert, gar keine Beschleunigung, weil die Geschwindigkeit eh bleibt. Es ist aber nur Betrag, aber nicht die ganze Geschwindigkeit. Unter Geschwindigkeit verstehen wir stets den ganzen Vektor. Der ändert sich auch, wenn der Betrag gleich bleibt. Und damit haben wir jetzt endlich einmal geschafft, eine Minute vor der Zeit fertig zu werden. Also, ich danke Ihnen.